Einen wunderschönen guten Morgen, ihr lieben Makerlein. Ja, ich bin hier bei Tesla, wie ihr vielleicht sehen könnt. Nicht, weil ich jetzt irgendwie einen Tesla fahre, sondern weil meine bessere Hälfte einen fährt und die hat halt, wie gestern Abend schon im Stream erwähnt, massive Probleme momentan mit ihrem Auto, immer noch. Und ich sitze halt hier und warte, weil ich spiele Taxi und währenddessen lese ich mir halt Designing 3D Printers Essential Knowledge durch. Bin ich mal gespannt. Ich fange jetzt gerade erst an zu lesen. Es scheint an sich ein gutes Buch zu sein. Ich habe es jetzt von mehreren Leuten jetzt schon mal empfohlen bekommen. Deswegen lese ich mir das jetzt durch und werde euch darüber berichten. By the way, ich gratuliere nochmal allen Leuten, die gestern Abend im Stream entsprechend gewonnen haben. Alle, die nicht gewonnen haben, kann ich sagen, abonniert den Kanal, guckt die Videos. Es wird bald wieder Gewinnspiele geben. Jetzt weiß ich noch nicht genau wann, aber es wird irgendwann welche geben. Denn wir haben ja schon entsprechend auch mit anderen Herstellern noch ein paar Kooperationen. Vielleicht wird es da noch ein bisschen das ein oder andere geben. Bestimmt wieder zu Weihnachten oder so ist eine Richtung. Da auf jeden Fall. Und ansonsten auch zwischendrin bestimmt das ein oder andere kleine Gimmick, was da kommt. Eventuell, wenn dieses Jahr die Form Next stattfindet, wird es da auch nochmal irgendwie was geben. Vielleicht, mal gucken, wissen wir noch nicht. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Schaut euch die Videos an. Gebt den Videos auch einen Daumen nach oben und sowas in Richtung. Dann bleibt ihr natürlich informiert. Ich werde mich jetzt weiter ins Buch vertiefen und wir sehen uns vielleicht nachher nochmal im Büro. Bis dahin, happy printing. Gute. Ja. Was ist seit heute Morgen passiert? Ich habe natürlich, während ich gewartet habe, in meinem schönen Buch hier weiter rumgeblättert. Habe mal die ersten Seiten durchgelesen intensiv. Und muss sagen, also was ich so bisher an Zeichnungen gesehen habe und an Erklärungen gesehen habe, ist das schon recht cool. Ist sehr detailliert, mit sehr guten Zeichnungen drin. Bin ich gespannt, werde ich weiterlesen. Und wir haben versucht, das Auto abzuholen. Hat aber nicht ganz geklappt, leider Gottes. Also wir waren auf dem Weg darüber und haben drüben gestanden und hießen, wir haben Ihnen eine Nachricht geschickt. Haben Sie die nicht bekommen? Nee, leider nicht. Also irgendwie ist es an uns vorbeigegangen. Also ich persönlich lese meine SMS nicht, während ich fahre. Meine bessere Hälfte natürlich auch nicht. Und also nicht, während ich fahre, sondern während sie selbst fährt. Und von daher haben wir leider keine SMS bekommen, dass das Auto trotz der Mitteilung, dass der Service fertig ist, dann doch nicht fertig war und es doch nochmal 1, 2, 3 Tage behalten werden. Aus diesem Grund haben wir jetzt einen Loaner. Und zwar dieses Auto. Ein Loaner, für die, die es nicht wissen, ist ein Leihwagen. Genau. Ich habe noch, ich stelle euch mal wieder dahin, den Platz kennt ihr ja schon. Hallo. Da ist jemand an der Tür. Genau, ich habe seitdem Energiekettenteile gedruckt. Und das nicht so knapp. Und zwar 2 Ladungen voll. Das sind insgesamt, je Ladung sind es 6 Einheiten. Die dritte Ladung druckt gerade. Wer sich jetzt fragt, warum brauche ich so viele? Ich drucke einfach so viele, wie es nur geht. Ich habe die jetzt auch nicht auf der Bildtech, wie ihr hier erkennen könnt, gedruckt, sondern ich habe die jetzt auf der strukturierten Platte gedruckt. Denn ich denke mir mal, also man sieht es hier so ein bisschen vielleicht, je nachdem, wie ich die halte. Ja, man sieht, dass es halt recht cool ist mit der Oberfläche. Ja, aber da gehen die Dinger wirklich einfach ab. Die kleben halt drauf, das sind kleine Teile. Da habe ich ein bisschen einen Brim drum gepackt. Den hier quasi, die gehen super leicht raus. Und halten während dem Druck damit recht gut, warpen auch nicht. Ich hatte früher das Problem bei größeren Teilen auf der strukturierten Platte, dass die Teile geworbt haben. Das tun sie damit nicht mehr. Und ansonsten habe ich heute angefangen, ein bisschen Organisationsteile zu drucken. Die Farbe kennt ihr aus dem Stream, habe ich ja schon vorgestellt. Ist dieses Blau von Inkrayon vom Performance PLA. Da hinten druckt auf dem Mini auch nochmal einer. Dauert nicht gerade wenig, die zu drucken, die Dinge, aber ich mag die unheimlich. Also ich packe da immer gerne Schrauben und alles Mögliche rein. Das ist echt eine Unterstützung halt entsprechend, wenn man hier ein bisschen Organisation reinbringen will. Und davon kann ich momentan einfach nicht genug haben. Genau, die können wir auch gerade mal befüllen. Ich habe hier noch ein paar M5-Schrauben, müssten das sein. Ja.
und die wollen da reingefüllt werden. Sorry für den Krach gleich. Genau. Damit werden die auch mal ordentlich verstaut und fliegen nicht mal hinten in der einen Kiste rum. Für die ganzen Sachen, die da hinten noch von den Spare Parts von Brewster irgendwie übrig sind, werde ich auch nochmal so eine Dose drucken und so weiter und so fort, bis ich wirklich alle Schrauben irgendwo unter habe. Weil dieser Koffer, den ich mir besorgt habe, der gefällt mir gar nicht. Ja, das ist zwar alles gut und schön, hast du alles schön so zum Tragen für unterwegs, aber gefällt mir an sich nicht wirklich, weil da braucht nur mal irgendwo ein so ein Plastikteil aufzugehen oder zu brechen und schon hast du alle Schrauben und alle Muttern, die da drin sind, auf dem Boden verteilt. Ist nicht gerade lecker. Genau, dann lieber so Teile hier, die kann man auch drüben irgendwo hinstellen und hat sie jederzeit griffbereit. Gefällt mir wesentlich besser. Die ersten Gewinner haben mich angeschrieben, es sind noch nicht alle. Also wenn ihr den Stream gestern Abend noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an, sofern ihr beim Gewinnspiel teilgenommen habt. Wenn nicht, könnt ihr auch mal gucken, weil da erfahrt ihr, dass es bald wieder Gewinnspiele geben wird. Wann kann ich natürlich nicht genau sagen. Das kommt immer darauf an, wie wir das in Kooperation mit den Herstellern halt hinbekommen. Ein paar Gewinner haben mich schon angeschrieben, gerade die von den zwei Filamenten weiß ich, glaube ich, dass die bereits sich gemeldet haben. Auch, glaube ich, ein Stickerpaar hat sich ein Gewinner gemeldet. Die werde ich jetzt demnächst fertig machen. Die Versandkosten gehen natürlich auf uns. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr gewonnen habt, schaut in euer Kommentar, was ihr unter dem Video gelassen habt, mit was ihr drucken wolltet. Da habt ihr eine Teilnehmernummer unten drunter. Und dann schaut euch den Livestream an. Dort findet ihr nämlich den Hinweis, welche Nummern gewonnen haben. Die habe ich hier live im Stream halt aus so einem Pottich raus entsprechend rausgezogen und die Leute bekommen dann entsprechend das von mir kostenlos zugeschickt. Genau. Versandkosten, habe ich ja gesagt, gehen auf Kosten des Hauses. Ist also auch ein kleines Geschenk von unserer Seite. Filament oder Sticker gehen auf Kosten von Inkryon. Und damit wäre das dies. Für alle, die, ich habe gestern noch mitbekommen, dass sich jemand beschwert hat, dass, ja, wie, was, wo, Gewinnspiel, warum, was, wie, keine Ahnung. Guckt den Stream, guckt die Vlogs regelmäßig, dann kriegt ihr sowas mit. Ansonsten kann ich euch leider nicht weiterhelfen, wenn ihr da nicht gewinnt. Ich kann nicht noch bei euch an der Tür klopfen und sagen, hallo, wollt ihr was gewinnen? Schneller geht's einfach nicht und von daher, die Leute, die sich da melden, die können mitmachen und die in die Kommentare schreiben oder halt da die aktuellen Bedingungen halt entsprechend mitmachen, die können halt gewinnen. Andernfalls können wir das halt nicht machen. Genau. Das bedeutet, ich gehe jetzt noch ein bisschen arbeiten. Der Voron wird vielleicht morgen ein bisschen weiter gebastelt. Ist halt momentan ein bisschen ein Downer, das für das Hotend. Ja, die unten habe ich's. Die Teile habe ich schon fertig gedruckt. Ich habe auch die Elektronikteile und alles da. Habe die schon mal so grob zusammengehalten, ob das denn passt und ob das denn gut aussieht. Ja, sieht es. Das Problem ist nur, ich habe halt keine Self-Tapping-Screws. Die sind irgendwo noch in der Weltgeschichte unterwegs und brauchen noch ein bisschen. Die sind jetzt auch schon, glaube ich, seit Anfang des, nein, nicht seit Anfang des Jahres, aber seit 3-4 Monaten sind die auch schon unterwegs. Das ist halt schlimm momentan, wie lange das braucht, aber ja. Oh, und da fällt mir noch ein kleines Update. Ein kleines wichtiges Update, wo ich die Aufmerksamkeit von euch feststellen kann. Ja, ich bin fies, nein. Ich werde nochmal hinterher telefonieren. Ich habe es noch nicht hundertprozentig in Beton gegossen, aber es sieht gut aus für die Versandkosten aus den USA von KVP-Filament. Ja, wenn ihr das Video seht, werdet ihr wahrscheinlich die Ersten sein, die das wissen, weil ich habe es weder in Discord noch sonst irgendwo geteilt. Das heißt also, Kanal abonnieren lohnt sich. Lasst einen Daumen da, wenn euch das gefällt. Ich bleibe dran und ich werde auch gleich nochmal mit der DHL telefonieren und fragen, Leute, wie sieht es aus mit Versandkosten? Stimmt es, was ihr mir da für ein Angebot gemacht habt, oder war das nur so ein Webseitenskript, was so ein Standardding rausgehauen hat, wo ihr noch nicht darauf geachtet habt, dass ihr das umgestellt habt auf Corona-Tarif oder sowas in der Richtung? Wenn das stimmt, wenn die Kosten stimmen halt, dann muss ich sagen, kommt ins Discord. Da versuchen wir zu sammeln, wer welche Farben, welches Material alles haben will, dass wir das halt so schnell wie möglich rüberbekommen, dass ihr auch euer Material erhaltet und eure Drucker drucken könnt. Und mit dieser kleinen Überraschung, mit dieser kleinen Bombe, die jetzt geplatzt ist, lasse ich euch mal in den Abend. Ich hoffe, ihr habt so ein dickes, fettes Grinsen auf dem Gesicht wie ich heute. Ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht gemacht habt. Ich kann es nicht oft genug sagen. In diesem Sinne, bis morgen, happy printing!